Wasserfreunde Spandau auf Hauptstadtsport TV. Siebter Spieltag in der Wasserball-Bundesliga und siebter Sieg für die Wasserfreunde Spandau. Am Freitagabend hieß es in der Schwimmhalle Schöneberg mal wieder feuerfrei im Becken. Und zu Gast war diesmal der OSC aus Potsdam. Schon früh zeigten die in der Bundesliga bisher ungeschlagenen Gastgeber, wo der Ball rein muss. Und so stand es bereits nach 2 Minuten 2:0 für die Spandauer. Im Endeffekt ist entscheidend, dass wir heute sehr konzentriert gespielt haben. Ja, die Potsdamer sind, ich weiß es gar nicht, ich glaube auf Platz 3 oder auf Platz 4 in der Liga. Das Ergebnis ist extrem hoch für diese Mannschaft. Die können besser spielen, als sie das heute gezeigt haben, aber wir waren, wie gesagt, tatsächlich im Flow, wenn man das so neudeutsch sagen darf, von der Champions League vom letzten Mittwoch, und die Mannschaft war halt sehr konzentriert und fokussiert, schon in Anbetracht auf das Spiel in Alphen am nächsten Wochenende, weil da geht es wieder um die Champions League, und wir können uns jetzt, wie gesagt, keine Schwachheiten erlauben und haben, wie gesagt, alles gegeben. Auch im zweiten und dritten Viertel bestätigten die Wasserfreunde ihre aktuelle Topform und erhöhten noch einmal den Druck auf die Gäste aus Brandenburg. Mit sehenswerten Pässen und Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten warfen die 04er Tore am Fließband. Am Ende des dritten Viertels hieß es bereits 16:0. Zwar konnten die Potsdamer am letzten Viertel noch zweimal punkten, dennoch dominierte der Serienmeister aus dem Berliner Westen das Spiel. Am Ende stand ein 22:2 auf dem Scorerboard. Der Sieg ist sehr wichtig für uns, weil wir wollten mit diesem Spiel auch bestätigen, was wir am Mittwoch quasi geleistet haben. Also wir haben ja Zollnock geschlagen und wir wollten hiermit quasi sowas wie ein Statement setzen. Bei den Potsdamern sitzt der Stachel nach der Niederlage tief, denn trotz der 2 geworfenen Punkte war man mit der Leistung natürlich überhaupt nicht zufrieden. Katastrophal. Wir haben letztes Wochenende bzw. letzten Donnerstag schon verloren. Das war jetzt die 2. Niederlage in Folge. Mit 20 Toren auch noch. Das ist desaströs. Wir haben heute jeder für sich gespielt. Wasserball ist auch ein Mannschaftssport, den man nur zusammenspielen kann. Auch wenn uns klar war, dass wir heute wahrscheinlich ohne Punkt wieder nach Hause fahren, sind einfach 20 Tore viel, viel zu viel. Und so macht es einfach alles keinen Spaß. Für die Spandauer war der Sieg gegen Potsdam schon der 10. Pflichtspielsieg in Folge, und auch im nächsten Spiel, wenn es in der Champions League gegen Alphen aus den Niederlanden geht, möchte man diese Siegesserie natürlich gerne fortsetzen. Man darf also gespannt sein, was die Wasserfreunde in dieser Saison noch so zeigen werden. Die Mission Titelverteidigung läuft bereits auf Hochtouren.